Kids stehen verzweifelt vor dem Bazar. Was sollten sie tun? Aber nach kurzer Zeit waren sie sicher. Es ist ein Notfall. Es geht hier vielleicht sogar um Leben und Tod. Wir müssen es wagen. Also beschloss Annika, nichts wie los. Wir rennen den zwei hinterher, bevor wir sie komplett verlieren. Sie kämpfen sich nun also durch das Gewühl, durch die vielen Leute an den Läden, Werkstätten, Eselkarren, Mofas und Fahrrädern vorbei. Und immer wieder verlieren sie Saida und den Turbanträger, aber zum Glück entdecken sie sie auch immer wieder. Sie kämpfen sich durch, an verschiedenen Läden vorbei, mit immer wieder verschieden werdenden Gerüchen. Sie müssen zusammenbleiben. Annie nimmt Katis Hand, damit sie sich auf jeden Fall nicht verlieren. Das könnten sie wirklich nicht gebrauchen. Sie sind jetzt eh schon in diesem Labyrinth gefangen. Und sich dann auch noch zu verlieren? Nein, das konnten sie nicht. Sie sehen, dass Mustafa Saida immer näher kommt. Er stößt die Leute rücksichtslos zur Seite. Sie versuchten sich durchzukämpfen. Da bog Saida in eine Seitengasse ab und Moritz entdeckte eine Abkürzung durch ein offenes Kleidergeschäft. Dort mussten sie durch. Vielleicht konnten sie Mustafa den Weg abschneiden. Als sie das taten, war Saida plötzlich weg. Auch Mustafa hatte sie nicht mehr im Blick. Alle schauten sich suchend um. Kati hatte Angst. Hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Wenn Saida weg ist, dann hatten wir hier keinerlei Hilfe. Auch Moritz hatte keine Orientierung. Annika wusste auch nicht mehr weiter. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir wollten Saida helfen und nun sind wir hier gefangen. Sie schauen sich weiter um. Vielleicht war sie ja doch irgendwo noch zu finden. Kati zeigt auf ein Tuch über einem Tisch, das sich bewegte. Vorsichtig gingen die Kinder näher zu dem Laden. Sie taten so, als würden sie sich die verschiedenen Tücher anschauen. Doch leider bemerkte Mustafa dies. Sofort kam er rüber. Er schubste die Kinder weg und zog den Teppich hoch. Da blickten ihn zwei Augen an. Eine Katze rannte weg. Puh, das war knapp. Wenn da wirklich Saida gewesen wäre, dann hätten sie ihm ja fast geholfen, sie zu finden. Mustafa zieht wütend ab. Sie beobachten nochmal die Gegend, ganz genau. Ihre einzige Chance, hier rauszufinden, war Saida zu finden. Sie sind verzweifelt. Da kommt ein Mann zu den Kids. Er fragt sie, aus welchem Land sie kommen und wohin sie denn wollten. Ich kann euch dahin bringen. Gar kein Problem. Auf einmal hörten sie ein Psst. Dann nahm eine Frau etwas weiter weg ihr Kopftuch ab. Als sie dorthin schauten, sahen sie Saida. Sie war in ein großes Tuch eingewickelt und hatte sich darin versteckt. Sobald der Fremdenführer sah, dass sie eine Einheimische dabei hatten, zog er ab. Die Kinder wollten natürlich sofort zu Saida. Sie wollten ihr helfen und außerdem brauchten sie sie. Doch Saida drehte sich um und rannte wieder los. Als sie sich umschauten, entdeckten sie auch den Grund dafür. Mustafa kam schon wieder angestürmt. Er hatte sie beobachtet und nun also auch Saida wiedergefunden. Moritz war entschlossen. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen uns in den Weg stellen. Doch Annika war klar, dass ihn das auch nicht aufhalten würde. Da entdeckte sie einen Esel, der mit seinem Karren auf seinen Besitzer wartete. Sie griff sofort nach dem Zaumzeug und zog den Esel samt Wagen in den Weg. Mustafa prallte in seiner Hektik komplett auf den Anhänger. Nachdem er sich kurz erholt hatte, rannte er allerdings weiter. Der Weg war versperrt, also rannte er über die Ladentheken. Daraufhin fielen etliche verschiedene Früchte und Nüsse zu Boden. Natürlich gefiel das den Verkäufern gar nicht. Sie packten ihn sich sofort und nahmen ihn in seine Mitte. Nachdem die Kids das kurz beobachtet hatten, waren sie sich sicher.
die würden ihn so schnell nicht loslassen. Den hatten wir erstmal abgewimmelt. Aber für wie lang? Moritz packte schnell Kathi und Annie am Arm und zog sie mit. Sie mussten weiter. Saida war immer noch ihr einziges Ticket, um herauszufinden. Da entdecken sie sie. Sie hatte anscheinend auf die Kinder gewartet. Sie wollten zu ihr hinrennen und kommen auf einen großen Platz. Tatsächlich hatte sie die Kinder auf den großen Platz, den Ausgang des Bazars, geführt. Zumindest war diese Sorge nun mal weg. Doch Saida rannte weiter weg und schlüpfte in einen Bus. Kathi schrie noch, Saida, warte! Doch da fuhr der Bus schon los. Wo wollte sie denn hin? Die Kinder wollten noch schnell den Bus hinterherrennen, um vielleicht die Aufschrift lesen zu können. Doch leider schafften sie dies nicht. Etwas bedrückt gingen die Kinder schließlich zurück. Sie wollten ihren Eltern und der Tante nun davon erzählen. Saida war nun weg. Mit ihr konnten sie nicht mehr reden. Aber vielleicht hatte zumindest Tante Jana eine Idee. Zu Hause angekommen, ruft Annika sofort ihren Papa an. Sie erzählt ihm alles in Kürze und vereinbaren, dass sie sich in Janas Büro treffen würden. Kurz nachdem Annie aufgelegt hat, hörten sie plötzlich ein lautes Klopfen an der Tür. Es wurde immer lauter und schließlich fing die Person vor der Tür auch an zu brüllen. Es musste der Wirt sein. So hatten sie ihn schon mal gehört. Die Tür würde halten, aber was sollten sie nun tun? Sie beschließen mal wieder aufs Dach zu gehen, um nachzusehen und sich sicher zu sein. Auf dem Dach angekommen, spähten sie vorsichtig über den Rand. Doch leider entdeckte sie der Wirt. Dieser schaute nach oben. Wo ist Saida? Die Kinder zogen sich sofort zurück. Kathi hatte vor allem ganz doll Angst. Währenddessen gab sich Fatima auf den Weg zur Tür. Sie schlenderte durch den Innenhof und kurz bevor sie ankam, hörte das Klopfen plötzlich auf. Die Kinder schauen vorsichtig nochmal runter. An der Ecke der Gasse stand Abdel. Er zwinkerte den Kids kurz zu und teilte dann den Wirten mit, dass das Telefon klingelte. Diese schaute nochmal sauer nach oben und funkelte sie mit seinen Augen an. Wartet nur, bis ich euch erwische. Und ich werde euch erwischen. Dann dampfte er ab. Die Kids sinken auf den Terrassenboden. Die Drohung steckte ihn noch tief in den Knochen. Er wusste, was der Wirt tun konnte. Sie alle wussten es. Sie hätten niemals eine Chance gegen ihn. Aber sie mussten zu Jana. Sie hätten sich verabredet. Sie mussten hier weg. Sie müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Annie sagt nochmal, komm, wir müssen es wagen. Für den kleinen Salim und vor allem für Saida. Auf dem Weg nach unten begegneten sie Fatima. Man sah ihr an, dass sie sich Gedanken machte, aber sie sagte erstmal kein Wort. Langsam gingen die Kinder dann zur Tür. Ganz leise drehte Moritz den großen Schlüssel, machte einen ganz kleinen Spalt auf und spickte hinaus. Die Gasse war leer. Und so huschten sie ganz vorsichtig los. Sie arbeiteten sich langsam vor, bis sie schließlich an das Eck zur Gasse, zu dem das Gasthaus führte, kamen. Sie warten kurz und schauen, wo war der Wirt hingegangen. Erstmal konnten sie nichts sehen. Allerdings war das nun wirklich der schwierigste Teil des ganzen Weges.
die Gasse war leer. Aber was wäre, wenn sich der Wirt hinter der Tür versteckt hätte und auf die Kinder lauern würde? Er könnte sie mit Leichtigkeit abgreifen. Sie nehmen sich also an die Hände. Nachdem sie ganz leise freigezählt hatten, rannten sie so schnell wie möglich los, vorbei an dem Gasthaus und spurten. Alle schnauften schnell, aber sie trauten sich nicht langsamer zu machen. Erst an dem großen Platz wurden sie langsamer. Bis hierhin war ihnen nichts passiert. Aber sie hatten es noch nicht geschafft. Sie mussten weiter aufpassen. Was wäre, wenn irgendein anderer Gehilfe des Wirtes sich irgendwo versteckte und nach ihnen Ausschau hielt? So schnell wie möglich rannten sie zum Ende des Platzes. Annika wunk schnell ein Taxi herbei und sobald eines heranfuhr, machten sie mit einer Schnelle die Tür auf, stiegen sofort hinein und schlossen sie sofort hinter sich, nannten dem Fahrer sofort die Adresse, woraufhin dieser zum Glück ziemlich schnell losfuhr. Oh. Erstmal hatten sie es also geschafft. Als sie ankommen, stehen sie vor großen Mauern. Moritz bezahlte den Taxifahrer mit seinem Taschengeld, das er am Flughafen gewechselt hatte. Sie steigen aus und zwischen den großen Mauern war eine große Eingangstür. Durch diese gingen sie hindurch. Im Innenhof waren verschiedene flache Gebäude und da ging eine Tür auf. Der Papa kam raus und rufte sie herbei. Sie eilen also sofort dorthin und kommen in einen recht großen Raum mit einem großen Tisch und zwei alten Computern darauf. Dahinter saß Tante Jana und davor auf zwei Stühlen hatten die Eltern Platz genommen. Sofort erzählten die Kinder, warum sie gekommen waren. Und die Eltern und Tante Jana hörten gespannt zu. Sie schauten sie ernst an. Die Tante beschließt, mit dem Präsidenten einer Dorfvereinigung zu telefonieren. Vielleicht hatte dieser eine Idee, wo Saida herkam und somit auch eventuell eine Spur, wohin sie gegangen sein könnte. Nach ein wenig Warten legte sie auf und sagte, dass es tatsächlich ein Mädchen aus einem Dorf gab, das passen könnte. Sie wurde weggeschickt, um bei einem Wirten zu arbeiten. Das würde passen. So beschließen sie, dass sie in das Dorf fahren wollten. Heute konnte Tante Jana allerdings nicht. Und sie war die Einzige, die sich hier irgendwie auskannte. Also mussten sie morgen fahren. Die Kinder wollten natürlich mit. Doch Tante Jana sagte, dass es unter Umständen sehr gefährlich werden könnte. Sie überzeugen Tante Jana aber. Saida ist mit ihnen befreundet. Vielleicht vertraut sie ihnen. Aber ob sie Jana vertrauen würde? Daraufhin lässt sich Tante Jana fast ein, aber es war immer noch sehr gefährlich. Und so beschließen auch die Eltern, dass sie mitgehen wollen, dass sie für ihre Kinder sorgen können und helfen können. Der schnellstmögliche Termin war am nächsten Morgen. Und so war es dann abgemacht. Sie frühstückten am nächsten Morgen, schlangen sich die Bäuche voll, aber so richtig essen konnten sie dann doch nicht, weil sie so gespannt waren. Konnten sie Saida finden? Und vor allem, konnten sie ihr helfen? Auf dem Weg zum Geländewagen grübelten sie noch die ganze Zeit. Die ganze Familie stieg gespannt in den Geländewagen. Was würde sie im Dorf erwarten? Sie kämpfen sich also wieder durch den Stadtverkehr. Und nachdem diese ein wenig abgeklungen waren, kamen sie auf kleine Straßen, die durch weite Steppen führten. Überall war gelber Boden, eine Mischung aus Sand und Gestein und Staub. Es waren äußerst wenige Bäume.
Alle bestaunten ein wenig die Umgebung. Währenddessen saß der Wirt in seiner Stube. Er redete mit Ibrahim. Ibrahim war ein Vermittler. Er ging zu den Dörfern, fragte nach arbeitstüchtigen Kindern und brachte diese dann in die Stadt zum Arbeiten, sodass die Familien zumindest ein wenig Geld haben, um zu leben. Der Wirt sagt, dass er Saida finden muss, bevor sie schlechte Dinge über ihn erzählen würde. Auch nachdem Ibrahim angeboten hatte, ihm ein anderes Mädchen zu bringen, willigte er nicht ein. Es muss Saida sein. Ich muss sie finden. Ibrahim ist ein bisschen verwirrt. Warum pocht er so darauf, unbedingt dieses eine Mädchen zu finden? Es gab ja viele andere, die ihre Familie auch unterstützen mussten oder wollten. Etwas in Gedanken fuhr Ibrahim mit den Wirten los zum Dorf. Ibrahim wusste ja, woher Saida hergeholt hatte. Und so ging die Fahrt los. Auch sie drängten sich durch das Stadtgewühl und kamen auf die weniger engen Straßen durch die Steppe. Auch die Kids sind auf der Straße unterwegs. Auch ein wenig weiter vorne, aber auf derselben Straße. Werden sie es schaffen, Saida zu überreden? Können sie ihr wirklich helfen, wenn sie sie überhaupt finden? Sie kommen vorbei an einem alten Gasthaus, auf dem ein altes Cola-Schild hing. Mittlerweile sah es ziemlich verlassen aus. Vorher war es bestimmt beliebt gewesen. Leute, die hier auf langen Fahrtwegen waren, ja, so ein Trinken, das wäre nicht schlecht gewesen. Auf dem Weg wird die Straße immer schlechter. Tante Jana muss vielen Schlaglöchern ausweichen und auch die Straße wird immer enger. Schließlich biegen sie auf einen kleinen Trampelweg ein, bis sie endlich verschiedene kleine Lehmhütten entdecken können. Es verbreitet sich Stille. Unheimliche Stille. Nur das leise Rauschen des Windes ist zu hören. Und ob Saida gefunden werden kann, ob sie ihr helfen können, oder ob vielleicht doch der Wirt Saida zuerst entdeckt, das erfahrt ihr morgen.